Inszenierte Flüchtlingsrettung im Mittelmeer. In unserem Lehrfilm vom 29. August 2015, Instrumentalisierende Kriegsführung, Flüchtlinge als Kriegswaffe, haben wir dargelegt, dass es im Jahr 2011 bei der gewaltsamen Beseitigung Gaddafis, des damaligen libyschen Staatsoberhauptes, gar nicht um die Befreiung eines unterdrückten Volkes vor dessen Diktator ging. Viele Indizien deuteten schon damals darauf hin, dass durch die Ermordung Gaddafis dagegen die Ein- oder Durchreise hunderttausender Flüchtlinge und Migranten in oder durch Staaten Europas erst möglich gemacht werden sollte. Die Flüchtlingsströme sollten unter anderem dazu dienen, krisenhafte Zustände zu erzeugen und eine Öffnung der europäischen Landesgrenzen zu sichern. Im vorher genannten Lehrfilm wurde aufgezeigt, wie es in der Tat um eine von langer Hand geplante Aufweichung des europäischen Kontinents geht, damit sich dieser irgendwann völlig erschöpft in die von globalen Machtstrategen geplante neue Weltordnung einreihen lasse. Nachdem Europa im Jahr 2015 von Hunderttausenden von Flüchtlingen regelrecht überrollt wurde und damals dann die Rede von Flüchtlingskrise war, schien sich die Lage nun wieder beruhigt zu haben. Also doch kein von langer Hand vorbereiteter Plan zur Aufweichung Europas? Die Betonung liegt nun aber auf Schien. Denn die Schließung der Balkanroute im Frühjahr 2016, über die man von Griechenland auf dem Landweg nach Europa gelangen konnte, führt jetzt zu einem neuen Phänomen. Neuerdings lauten die Schlagzeilen der etablierten Leitmedien nämlich wie folgt. Über 6000 Flüchtlinge vor der Küste Libyens gerettet. Focus Online vom 4.10.2016. Vor Libyen mehr als 1300 Flüchtlinge gerettet. Tagesschau.de vom 4.2.2017. Mehr als 2000 Flüchtlinge vor Libyens Küste gerettet. ORF.at vom 14.04.2017. Küste Libyens, Helfer retten 3000 Flüchtlinge im Mittelmeer. Spiegel Online vom 16.04.2017. Vor der Küste Libyens, deutsche Marine rettet 919 Migranten aus Seenot. Spiegel Online vom 13.07.2017. Soweit einige wenige Beispiele unter vielen. Auffallend dabei ist, dass sich sämtliche Rettungsaktionen vor der Küste Libyens abzuspielen scheinen. Das veranlasste investigative Journalisten, also Journalisten, die selbst und unabhängig recherchieren, diese sogenannten Rettungsaktionen etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. So beobachtete die niederländische Stiftung Gefira über mehrere Monate den Schiffsverkehr zwischen Libyen und Italien. Dabei stellten ihre Mitarbeiter fest, dass an den Rettungsaktionen beteiligte zahlreiche Schiffe von Nichtregierungsorganisationen, NGOs, damit beschäftigt waren, Flüchtlinge, die in überfüllten, nicht hochseetauglichen Booten direkt vor der libyschen Küste aufgegriffen worden waren, nach Italien zu bringen. Das UN-Seerecht schreibt verbindlich vor, dass Menschen, die in internationalen Gewässern aufgegriffen werden, in den nächsten sicheren Hafen gebracht werden müssen. Im beschriebenen Fall wäre dies der etwa 60 Seemeilen entfernte Hafen Zarsis in Tunesien gewesen. Stattdessen fuhren die Schiffe jedoch nach Malta, welches 180 Seemeilen entfernt, beziehungsweise nach Sizilien, welches 260 Seemeilen entfernt ist. Somit entsprechen die Rettungsaktionen dieser Rettungsorganisation eher einer Schleusertätigkeit als einer eigentlichen Seenotrettung. Das folgende gleichartige Muster konnte immer wieder festgestellt werden. Erstens. Die Schleuser, die für jeden Flüchtling rund 2000 Euro erhalten, brechen in meist seeuntauglichen Schlauchbooten auf, um aus der libyschen 12-Meilen-Zone in internationale Gewässer zu gelangen. Zweitens. Gleichzeitig senden diese Rettungssignale an zahlreiche NGO-Schiffe, die offenbar bereits rund um die 12-Meilen-Zone auf die Schleuserboote warten. Drittens. Die Schiffe der NGOs nehmen die Menschen dann noch in den libyschen Küstengewässern an Bord und bringen sie schließlich über das Mittelmeer nach Italien. Laut Tassilo Valentin, Rechtsanwalt, Bestsellerautor und Kolumnist der Wiener Kronenzeitung, steckte hinter dem Ganzen eine irre, perfekt eingespielte Rettungskette. Schiffe der EU-Küstenwache Frontex und privater Organisationen befördern wie Taxiunternehmen hunderttausende Armutsflüchtlinge aus Afrika in das 480 Kilometer entfernte Italien, so Valentin.
Laut der Stiftung Gefira seien alle diese Operationen zwischen der italienischen Küstenwache und den NGOs gut koordiniert. Aufschluss darüber, wer hinter dieser offensichtlich wohldurchdachten Rettungskette stecke, gebe nun aber allein schon der Name der Eigentümer der rund 15 bekanntesten Schiffe, die jeweils losgeschickt werden, um Leben auf See zu retten. Im Folgenden zwei Beispiele. Die Phoenix und die Topaz Responder gehören der privaten Hilfsorganisation zur Seenotrettung von Bootsflüchtlingen auf dem Mittelmeer, kurz MOAS. Diese Organisation wurde im Jahr 2014 von Regina und Christopher Catrambone, einem US-amerikanisch-italienischen Unternehmerpaar, gegründet. Die von George Soros unterstützte Avaaz-Organisation spendete ihr nach eigenen Angaben 500.000 US-Dollar. Christopher Catrambone selbst aber weigerte sich, eine komplette Liste der Spender der Organisation zu veröffentlichen. Die Juventa ist Eigentum der in Berlin ansässigen NGO, Jugendrettet e.V. Laut Recherchen eines Reporters der Wochenzeitung Junge Freiheit steckt hinter Jugendrettet ein riesengroßes Netzwerk linker Organisationen, wie zum Beispiel der Amadeo-Antonio-Stiftung oder der Heinrich-Böll-Stiftung. Es handelt sich um dasselbe Netzwerk, welches die Demonstrationen gegen den G20-Gipfel in Hamburg unterstützte. Wegen des Verdachts auf Menschenschmuggel wurde die Juventa am 2. August von der italienischen Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Ein Reporter der Jungen Freiheit bringt es wie folgt auf den Punkt. Grundlage dieser NGOs sei der Mythos der angeblich alternativlosen Seenotrettung. Im Endeffekt, so der Reporter wörtlich, holt man nur die Menschen aus dem Wasser, die man selbst da hineingelockt hat. Nachdem nun die Öffentlichkeit Lunte gerochen hat, nach welchem Muster diese Rettungsaktionen über die zentrale Mittelmeerroute in Wirklichkeit ablaufen, sollen nun plötzlich Maßnahmen ergriffen werden. Italien erwägt laut der Online-Zeitung EU Observer, seine Marine in libysche Gewässer zu schicken, um Migranten zu stoppen und zur Umkehr zu zwingen. Laut Reuters habe die EU am 28. Juli 46 Millionen Euro an Italien für seinen Marineeinsatz vor der libyschen Küste bezahlt. Ein Sprecher der Bundesregierung sagte, Deutschland bemühe sich gemeinsam mit der EU und ihren Mitgliedstaaten, die illegale Migration über die zentrale Mittelmeerroute einzudämmen. Wie ernst diese plötzlichen Bemühungen gemeint sind oder ob es sich um bloße Augenwischerei handelt, wird sich in der Zukunft erweisen. Die Indizien werden jedoch immer erdrückender, dass es sich bei der Massenimmigration nach Europa um einen seit langem ausgeklügelten, perfiden Plan handelt. Dies bestätigt auch eine neue Dokumentation der schon genannten Wochenzeitung Junge Freiheit, welche im Anschluss an diese Sendung gezeigt wird. Ihre Reporter waren auf der zentralen Mittelmeerroute unterwegs und kamen dabei zu der erstaunlichen Schlussfolgerung. Die Asylkrise hat nie aufgehört und nimmt gerade offensichtlich erst wieder richtig Fahrt auf. Dass jedoch die Bürger so lange kaum etwas davon mitbekamen, liegt an der ausgeklügelten dezentralen Abwicklung dieser inszenierten Massenzuwanderung. Aber ohnehin soll ja die Bevölkerung auch gar nicht so richtig mitbekommen, dass diese Massen auch noch im Jahr 2017 in Bewegung sind. Zumindest nicht bis zur anstehenden Bundestagswahl. We have heard that 500,000 children have died. I mean, that's more children than died in Hiroshima. And you know, is the price worth it? I think this is a very hard choice, but the price, we think the price is worth it. Yes, we came, we saw, he died. Did it have anything to do with your visit? Yes, we came, we saw, he died. Did it have anything to do with your visit? Yes, we came,
We saw he died. Did it have anything to do with your visit? He died. He died. Instrumentalisierende Kriegsführung. Jeder Krieg wird mit Strategie geführt. Die geschickteste Kriegsstrategie ist diejenige, die einen Feind unmerklich so manipuliert, dass er sich schrittweise selber vernichtet und zuvor womöglich noch sein eigenes Grab schaufelt. So dumm wird doch aber gewiss niemand sein, mag man hier einwenden. Doch halt, nicht zu schnell geurteilt. Unter dem Einfluss geschickter Kriegsstrategen leider eben schon. Denn moderne Kriegstreiber beherrschen die Taktik des Instrumentalisierens. Der erklärte Feind wird dabei mit anderen Worten gezielt zum Instrument in der eigenen Hand geschmiedet. Längst werden ganze Völker auf diese Weise strategisch so manipuliert, dass sie sich aufgrund ablenkender Täuschungsmanöver unmerklich selber vernichten. Und zwar mit brennendem Eifer, großer Selbstaufopferung und man höre und staune sogar noch auf eigene Kosten. Doch obwohl diese Instrumentalisierung vor allen Augen geschieht, durchschauen nur die wenigsten das finstere Spiel. Damit sich das künftig ändert, erklären wir nun am Fall Libyens das immer gleiche Prinzip. Grundsätzlich müssen wir feststellen, dass Libyen seinen strategischen Angreifern seit Beginn nur als Durchgang und als geschickte Ablenkung von weit höheren Zielen diente. Doch wer sind die Angreifer und um was geht es ihnen, wenn nicht in erster Linie um Libyen? Die Angreifer sind Globalstrategen. Ihre Ziele sind zunächst Europa und dann der Rest der Welt. Mit teuflischem Geschick spielen sie ihre globalen Kriegsspiele zur Erlangung ihrer Weltherrschaft. Ihre stärksten Instrumente sind gegenwärtig die US-Armee und die NATO. Auch diese sind allerdings nur missbrauchte Handlanger, die sich gerade mit großem Eifer den eigenen Strick winden. Noch tun sie ihre Arbeit perfekt, darum warten ihre Drahtzieher noch damit, sie daran baumeln zu lassen. Doch es erwartet auch sie dasselbe Schicksal, das sie zuvor ihren Untertruppen, den ausgedienten Lohnterroristen, regelmäßig zufügten. Das nachfolgende Handlungsmuster ist nur eines von vielen aktuellen Beispielen. Dieses lässt sich auf sämtliche westlichen militärischen Interventionen der vergangenen Jahrzehnte übertragen, meist mit dem exakt gleichen Ablauf. Zurzeit gleichen die US-Imperialisten noch überaus geschickten Mühlespielen. Ihre Taktiken sind undurchschaubar, ihre Vorgehensweise listig, denn jeder ihrer Spielzüge folgt strategisch dem Gesetz von mindestens drei exakt vorausberechneten Spielzügen. Zum grundlegenden Verständnis. Ziel des Mühlenspieles ist es, durch das Bilden sogenannter Mühlen jeweils drei eigene Steine in eine Reihe zu bringen. Gelingt dies, verliert der Gegner einen Stein. Wie auch beim Schachspiel liegt die stärkste Taktik des geübten Spielers darin, dass er sein Gegenüber gezielt täuscht, durch vorausberechnete Züge in seine Fallen lockt, den Naiven sogar für seine Zwecke instrumentalisiert, sodass er möglichst schnell die begehrte Win-Situation erlangt. Und weil er immer mindestens drei Spielzüge vorausdenkt, gelingt ihm das auch. Diese Global Player, zu Deutsch weltumspannenden Spieler, haben es im Fall Libyens einmal mehr geschafft, ihr immer gleiches Ziel voranzutreiben. Was genau ist dieses Ziel? Die Totalschwächung und Destabilisierung Europas und der ganzen noch nicht amerikanisierten Welt. Wie wir nachfolgend detailliert sehen werden, war dies vom ersten strategischen Spielzug an das fixierte Ziel. Und dieses erfüllt sich in diesen Tagen durch geschwächte Länder des sogenannten Arabischen Frühlings, die sich unter gar keinen Umständen mehr selber erhalten können.
den Flüchtlingsströmen von Millionen, Abermillionen Menschen, die nach Europa fliehen und zwangsläufig eine Öffnung der Landesgrenzen verursachen. Europa versinkt dadurch langsam, aber nicht zufällig, im Sumpf zunehmender sozialer, wirtschaftlicher, politischer, aber auch religiöser Probleme. Strategisches Ziel dahinter ist die total erschöpfte und daher willige Einreihung in die neue Einweltordnung der globalen Drahtzieher. Und genau dazu wären die Nationalstaaten Europas ohne das bewusst orchestrierte Chaos nie bereit gewesen. Genauso wenig, wie es die vergleichsweise blühenden afrikanischen Staaten vor dem arabischen Frühling waren. Identisch mit vier strategisch wohldurchdachten ersten Mühlespielzügen verschafften sich diese US-Imperialisten unaufhaltbare Vorteile, die bereits heute, knapp 4 Jahre nach dem blutigen Sturz von Muammar al-Gaddafi, in einer Zwickmühle, sprich Win-Win-Situation für die Globalisten geendet haben. Der erste strategische Spielzug der US-Regierung im beispielhaften Mühleschlachtfeld namens Libyen-Invasion geht bis ins erste Amtsjahr von US-Präsident Obama im Jahr 2009 zurück. Durch die erstmalige Zulassung von Gaddafi als Vertreter der Afrikanischen Union am G8-Gipfel in L'Aquila 2009 und dem Anschein, allmählich einen fairen Dialog im Öl- und Gasverhandlungen zu finden, platzierte der globale Mühlespieler seinen ersten Spielstein gleichsam in die strategisch perfekte Ecke im Spielfeld. Die Welt glaubte zum ersten Mal unter der Obama-Regierung aufatmen zu können, was die Beziehung zwischen Libyen und den USA betraf. Dies im Vergleich zur Vorregierung unter Ronald Reagan, der Gaddafi einst als verrückten Hund des Nahen Ostens bezeichnet hatte. Jedoch, und dies vor der Weltöffentlichkeit verborgen, pflegte die US-Regierung bereits ein Jahr zuvor Beziehungen zu bestimmten Figuren in Gaddafis Regierung und diskutierte heimlich über die Vorteile, die eine Beseitigung Gaddafis brächte. WikiLeaks veröffentlichte in diesem Zusammenhang eine Depesche vom Juli 2008, die eine Verbindung zwischen der US-Botschaft mit Shukri Ghanim, dem von Gaddafi eingesetzten Ministerpräsidenten und Erdölminister Libyens, nachweist. Diese Depesche hält fest, wie die US-Botschaft mit Ghanims Vermittler darüber austauschte, dass es in Libyen keine wirklichen ökonomischen oder politischen Reformen geben werde, solange Gaddafi nicht tot sei. Die ahnungslosen Völker Europas und alle Medien wurden bei diesem ersten Spielzug also bewusst getäuscht und instrumentalisiert. Alle Massenmedien, alle Politiker und Bürger, die das berüchtigte Händeschütteln von Obama und Gaddafi als historisches Ereignis durch die Welt posaunten, spielten damit dem strategischen US-Regime direkt in die Hände und bekräftigten deren Ablenkungsmanöver. So platzierten die Völker Europas in der Rolle des naiven Spielers ihren Spielstein gleichsam irgendwo wahllos in der Mitte des Spielfeldes. Wir halten fest, von Anfang an waren es weder die sozialen, die politischen noch wirtschaftlichen oder gar religiösen Verbesserungen Afrikas das eigentliche Ziel, ja noch nicht einmal deren Ölvorkommen. Denn was die moderne Geologie heute weiß, wissen die US-Kriegstreiber schon längst. Hochrangige Wissenschaftler bezeichnen das Erdöl heute als Blutkreislauf der Erde. So wie sich mit anderen Worten verlorenes Blut im menschlichen Körper sogleich wieder nachbildet, so auch verbraucht das Erdöl im Innern der Erde. Die Erde ist also ein Organismus. Darum lassen die Kriegstreiber nicht selten auch bedenkenlos ganze Ölfelder in Flammen aufgehen. Man denke da nur an Irak und verschiedene andere Orte. Mit der Besetzung erdölfördernder Länder geht es den Globalisten darum nicht vorrangig um finanzielle Gewinne für sich, sondern um wirtschaftliche Verluste für die anderen. Vorrangig geht es ihnen mit anderen Worten um die Verhinderung jeglicher Autarkie, sprich wirtschaftlichen Unabhängigkeit aller noch nicht von ihnen abhängigen Länder. Freilich dienen ihnen die beschlagnahmten Erdölvorkommen dann auch gleichsam als Taschengeld auf dem Weg der Errichtung der eigenen Machtstrukturen. Aber dies erst zweitrangig. Als zweiter Spielzug der US-Strategen folgte anfangs 2011 eine bewusst vom eigentlichen Ziel ablenkende Strategie, die auf den ersten Blick einfach nur völlig zusammenhangslos schien. Im Bilde gesprochen platzierte der vorausberechnende Globalstratege seinen Spielstein in der weit entferntesten Ecke zu seinem ersten Spielstein. In der Praxis sah das so aus. Man drängte Gaddafi plötzlich gezielt als Schreckensdiktator in die Ecke.
Mit ihm wurde das angeblich so furchtbar unterdrückte und geschändete libysche Volk zum Tagesgespräch. All dies aber nur, um vorweg die Gemüter auf der ganzen Welt zu erhitzen und die unbedingte Notwendigkeit eines militärischen Eingriffs vor Volk und Politik zu rechtfertigen, sprich Völker und Weltpolitik für die nächsten Spielzüge zu instrumentalisieren. Was die Weltöffentlichkeit jedoch nie zu hören bekam, war die Tatsache, dass die US-Regierung schon zur Zeit des Händeschüttelns mit Gaddafi eifrig terroristische Milizen, Al-Qaida-Kader und Rebellen im Kampf gegen die Regierung von Muammar al-Gaddafi zurüstete. Einmal mehr ließen sich durch diese bewusst vorausgeplante Strategie des US-Regimes das unwissende europäische Volk, alle Massenmedien bis hin zu freien Aufklärungsdiensten instrumentalisieren. Jeder aufgehetzte Weltbürger, der sich gegen das angeblich diktatorische Regime von Gaddafi aussprach, spielte dabei direkt in die Hand der Verursacher des Konflikts und legitimierte damit den von Anfang an geplanten militärischen Einsatz der Globalstrategen. Zu spät merkten einige Europaspieler, dass sie dem Gegner zu einer Win-Win-Vorlage verholfen hatten. Als sie diese größeren Zusammenhänge dann medienwirksam unters Volk bringen wollten, schwiegen die Medien sich im Verbunde aus. Im Gegenteil täuschten Journalisten wie die der New York Times sogar das Volk, indem sie den Konflikt in Libyen wider besseres Wissen zum reinen Bürgerkrieg herunterspielten. And our resolve is clear. The people of Libya must be protected. The people of Libya must be protected. The people of Libya must be protected. Der in Wahrheit 6 Monate andauernde Bombenkrieg der NATO gegen Libyen fand dabei bestenfalls über freie und unabhängige Medien Erwähnung. The people of Libya must be protected. So platzierte also das unwissende Volk, im Bilde gesprochen, auch seinen nächsten Spielstein einmal mehr im getäuschten Wissen, ohne zu realisieren, dass es mit seinem Schrei nach militärischer Hilfe den globalen Spielen bereits zur ersten Win-Win-Situation verholfen hatte. Wir halten wieder fest, auch bei diesem Spielzug ging es den US-Strategen in keinster Weise, wie vorgegeben, um die Aufrichtung besserer Lebensverhältnisse in Afrika, sondern einzig um den Ausbau ihrer eigenen globalen Machtstruktur. Die lauthals proklamierten demokratischen Strukturen auf dem schwarzen Kontinent und dergleichen, sie dienten einzig dem Schein, zwecks Ablenkung und Instrumentalisierung aller umliegenden Völker. Der globale Herrschaftsgedanke lässt in Wirklichkeit auch nicht ein einziges arabisches Land irgendwie hochkommen. Die Angreifer Europas zielen bei allem ganz im Gegenteil stets auf die völlige Zerstörung jeglicher Autarkie, sprich Selbsterhaltung aller noch nicht amerikanisierten Länder ab. Beim dritten strategischen Spielzug im Libyen-Schlachtfeld im Oktober 2011 fand der Krieg in Libyen seinen Höhepunkt im Bombenhagel auf die Mutterstadt Gaddafis und in der unmenschlichen Ermordung Gaddafis, die damalige Außenministerin Hillary Clinton mit dem schadenfrohen Ausspruch kommentierte: We came, we saw, he died. Did it have anything to do with your visit? He died, he died. Did it have anything to do with your visit? He died, he died. Did it have anything to do with your visit? He died, he died. Erneut ließen sich planmäßig Massenmedien und alle Völker instrumentalisieren, indem sie im Geiste Hillary Clintons die Beseitigung Gaddafis als Erlösung für das unterdrückte Volk in Libyen verkündigten. Wir halten wieder fest, auch bei diesem gelungenen Siegeszug ging es nicht um die Befreiung eines unterdrückten Volkes von ihrem Diktator, aber ebenso nicht in erster Linie um die Einsetzung einer US-hörigen Regierung in Libyen, sondern um die von langer Hand geplante Destabilisierung und Aufweichung des europäischen Kontinents. Um das gezielte Schüren eines gigantischen Chaos im Hause Europa. Auf das dieses sich irgendwann erschöpft in die neue Weltordnung der globalen Spieler einreihen möge.
sehen wir uns dazu die Konsequenz der vierten Spielpartie und damit des Siegeszuges zugunsten genannter Kriegstreiber und ihrer Lakaien in Politik und Medien an. Sie zeigt sich heute, 4 Jahre später, im Jahre 2015, in erschreckendem Ausmaß. Sie gipfelt im eigentlichen Ziel des Angreifers. Das sind die von ihm hervorgebrachten Flüchtlingsströme. Sie durchfluten nun zu Millionen die europäischen Länder. Libyen, das einst reichste Land des afrikanischen Kontinents, liegt zerstört am Boden. Und auch die benachbarten Länder sind destabilisiert durch Armut, Elend, Diebstahl, Korruption und vieles andere mehr. Libyen unter Gaddafi. Es wurden auf Kredite keine Zinsen erhoben. Der Strom war kostenlos. Bildung kostenlos. Medizinische Behandlungen kostenlos. Alle frisch Vermählten erhielten umgerechnet 45.000 Euro vom libyschen Staat, um ihre eigene Wohnung zu kaufen und ihre Familie zu gründen. Ein Teil des libyschen Ölverkaufs wurde direkt den Konten der libyschen Bürger gutgeschrieben. Gaddafi stand kurz vor der Vollendung des weltweit größten Trinkwasser-Pipeline-Projekts durch die Sahara für eine bessere Wasserversorgung von Bevölkerung und Landwirtschaft. Indem sich die Europäer nun zunehmend in Streitfragen um die Asylpolitik verwickeln, sich wegen Sozialhilfe, Religionskonflikten und allerlei Folgeschäden in die Haare geraten, tun sie Zug um Zug genau das, was die Fallensteller von Anfang an wollten. Und während wir uns noch die Köpfe blutig schlagen, ist der instrumentalisierende US-Global Player bereits wieder 3 Nasenlängen voraus. Jeder, der sich darum jetzt in falscher Weise für die armen Flüchtlinge einsetzt und gegen eine harte, konsequente Asylpolitik kämpft, spielt einmal mehr direkt jenen US-Strategen und Finanzoligarchen in die Hände. Und diese sind es doch, die die überfüllten Schiffe mit Flüchtlingen unter der US-Flagge an die europäischen Grenzen befördern. Wir halten wieder fest, einmal mehr geht es dabei nicht um die Rettung von irgendwelchen Kriegsopfern, auch nicht in erster Linie um die immensen finanziellen Gewinne aufgrund der organisierten Flüchtlingsindustrie. Das ist alles nur kleines Taschengeld auf dem Weg zum eigentlichen Ziel. Was ist das eigentliche Ziel? Die totale Schwächung und Destabilisierung Europas und auch der ganzen noch nicht amerikanisierten Welt. Besser man glaubt das. Die strategische Kriegsführung der nach Weltherrschaft strebenden US-Administration gegen Europa ist so bewusst berechnet wie etwa die Entfernung einer Bienenkönigin durch einen Bienenzüchter. So gewiss der Bienenzüchter weiß, dass bei einem zu frühen Beseitigen der Bienenkönigin der ganze Bienenstock dem Untergang geweiht ist, so genau wusste die Washington-Regierung, dass der Eliminierung Gaddafis und den Regierungsstürzen Nordafrikas eine Destabilisierung von ganz Europa auf den Fuß folgen wird. Und solche gezielt vom eigentlichen Vorhaben ablenkenden Spielzüge, zwecks Instrumentalisierung ganzer Völker mittels Hauptmedien, geschehen auch auf jedem anderen lebenswichtigen Gebiet. Völlig unwissend verhelfen wir denselben selbsterwählten Weltherrschern auch gerade zur absoluten Macht über unser Geld, über unseren Wohlstand und Besitz. Wie das geschieht? Indem wir Spielzug um Spielzug die als praktisch präsentierten Vorzüge eines bargeldlosen Zahlungsverkehrs durch Anwendung von Kreditkarten unterstützt. Wir geben den globalen Spielen auch gerade die absolute Macht über unsere Kinder. Auf welchem Weg? Indem wir widerstandslos deren neue Frühsexualisierungslehrpläne, deren Gender-Ideologie samt staatlichen Erziehungsrechten hinnehmen. Wir spielen ihnen auch gerade die totale Macht über unsere selbstständigen Nationalitäten und Freiheiten ahnungslos in die Hände. Wie das? Indem wir der Politik der Hauptmedien nach dem Munde reden. Auch indem wir instrumentalisiert allerlei manipulierte Demonstrationen durchführen, die zur Heraufbeschwörung eines totalen Demonstrations-, Versammlungs- und schließlich Redeverbotes führen sollen. Es gilt stattdessen, diese tieferen Zusammenhänge in Wahrheit von Mund zu Mund und das Volk zu bringen. Verbreiten Sie darum Filme wie diesen, reichen Sie aufklärende Literatur von Hand zu Hand weiter. Denn selbst Strafanzeigen gegen all solche Verbrechen kommen in den meisten Fällen bereits zu spät.
weil sich ein unüberschaubarer Filz instrumentalisierter Staatsdiener bis hinein in die höchste Justiz eingenistet hat. Hier also nochmals zusammengefasst, der eine absolute, allgegenwärtige rote Faden dieser weltumspannenden Machtspiele. Es geht um die Schwächung aller Nationen, die auf eigenen Beinen stehen wollen, bis hin zur Unterwerfung unter die eine Weltregierung. Diese wird aber nach erfolgtem Unterwerfungskreuzzug keinesfalls von ihrer Versklavung aller Nationen ablassen. Von da an wird die Sklavenhaltung erst so richtig beginnen. Dann aber wird über Nacht Schluss sein mit Cola, Bier und Drogen. Ebenso mit freiem Sex, feinem Essen, Alkohol, Urlaub und dergleichen. Dann wird nur noch gearbeitet und gedient. Wem gedient? Natürlich denen, die das Spiel gewonnen haben, den geschickten Global Players, den künftigen Weltherrschern. Angesichts des geschilderten Informationskrieges im Geist übermenschlicher Bosheit gleichen die Völker kleinen Kindern, die auch beim besten Willen mit all den schnellen Entwicklungen nicht Schritt halten können. Auch wir von Klagemauer TV werden immer mal wieder von diesem Informationskrieg heimgesucht. Zu Zeiten haben wir es auch mit strategischer Irreführung durch gezielt instrumentalisierende Gegenargumente oder dann mit schlicht gefälschten Aussagen zu tun. Kurzum, wir bitten um Ihre Nachsicht, wenn auch wir mal einen Spielzug gegen die immer feinmaschiger agierenden Strategen verlieren. Leider sind wir weder gegen Fehlberichterstattung noch gegen hinterhältige Instrumentalisierungsversuche von vornherein immun. Helfen Sie mit, die immer durchtriebener werdende Kriegsführung durch Fehlinformationen zu überwinden. Helfen Sie durch Ihr Wissen, aber auch durch die Verbreitung solcher Sendungen Licht ins finstere Spiel zu bringen. Schreiben Sie selber Kurzartikel, die solcherlei strategische Überlegungen entlarven, und senden Sie uns diese zu. Helfen Sie, die immer wiederkehrenden Handlungsmuster kriegstreibender Globalstrategen schon in den Ansätzen bewusst zu machen und böswillige Pläne schonungslos ans Licht zu bringen. Bleiben Sie angesichts genannter Sachverhalte einfach nicht tatenlos. Genau Ihr Mitwirken zählt. Ihre Passivität dagegen ist das stärkste Instrument in der Hand genannter Kriegstreiber. Ihre Passivität ist deren Waffe. Demokratiemissionare als Todesengel. Namen und Verbindungen westlicher NGOs im Dienste globaler Kriegstreiber. Bei allen jüngsten Regierungsumstürzen der Welt spielten westliche Nichtregierungsorganisationen neben verschiedenen Geheimdiensten eine zentrale Rolle. Von Serbien über den Irak, Georgien, die Länder des sogenannten Arabischen Frühlings, bis zuletzt in die Ukraine destabilisieren sie als Missionswerke für Demokratie ihre heimgesuchten Länder ganz gezielt. Nichtregierungsorganisationen, zu Englisch Non-Governmental Organizations oder kurz NGOs, sind private Organisationen, die nicht im Auftrag einer Regierung handeln. Zahlreiche westliche Demokratie-Missionswerke coachten in den letzten Jahren im NGO-Gewand die Regierungsgegner unliebsamer Länder, finanzierten Revolutionäre in angeblichen Diktaturen, zettelten Massenaufstände an und ebneten damit den Weg für Kriege, Verwüstung und Tod. Europa bekommt dieses Leid aktuell in Gestalt einer dramatischen Flüchtlingswelle zu spüren. Nichtregierungsorganisationen, wir nennen sie von nun an nur noch NGOs, sind nicht ungefährlicher, nur weil offiziell keine Regierung hinter ihnen steckt. Im Gegenteil, die mächtigsten NGOs der Welt agieren in der Machthierarchie sogar deutlich über einzelnen Regierungen. Mit ihnen sind dann weitere Netzwerke von einflussreichen NGOs verfilzt. Diese schmücken sich jeweils gerne damit, völlig regierungsunabhängig und privat tätig zu sein, zum Beispiel als edle Hilfswerke für eine sogenannte offene Zivilgesellschaft in rückständigen Ländern. Doch genau da liegt das Problem. Die mächtigsten Kriegstreiber auf Erden sind längst nicht mehr Staaten und Regierungen, sondern diejenigen privaten Gruppen, die diese Staaten und Regierungen an der Leine führen. Moment, mag man da jetzt denken. In einer Demokratie ist das Volk doch immer der oberste Souverän und über den gewählten Regierungen gibt es keine zusätzlichen Instanzen mehr. Doch das ist ein Irrtum. Die Macht auf Erden wurde in Wirklichkeit längst privatisiert.
So zumindest drücken es die renommierten Soziologieprofessoren Hans-Jürgen Krasmansky und George William Domhoff aus. Sie beweisen mit aufwendigen Studien, dass in den USA eine Elite der Hochfinanz real existiert, die in Wirklichkeit über der gewählten demokratischen Regierung agiert. Krasmansky schreibt: Die Durchsetzung zentraler politischer Entscheidungen und Strategien sei nicht, wie in der öffentlichen Mythologie propagiert, das Ergebnis parlamentarisch-demokratischer Prozesse, die letztlich vom Wähler, vom Volk souverän ausgehen. In Wirklichkeit bestimme ein anderer Souverän, nämlich diejenigen Gruppen, die über die größte Geldmacht verfügen. Bringen wir darum etwas Licht ins Dunkel, teilen diese privaten Gruppen in 5 Kategorien auf und ordnen die Demokratisierungs-NGOs dabei sauber ein. Erstens Kategorie Hinterzimmer, globalistische Thinktanks. Zweite Kategorie Finanzierung, Training. Dazu gehören die Demokratisierungs-NGOs. Dritte Kategorie rhetorischer Support. Darunter fallen westliche Menschenrechtsstiftungen. Vierte Kategorie internationale Organisationen. Fünfte Kategorie lokale Straßenfront. Das sind die lokalen Handlanger-NGOs, wie wir sie mal nennen. Kategorie 1 beginnen wir ganz oben in der Machthierarchie bei der Kategorie Hinterzimmer. Dort operieren sogenannte Thinktanks, also Denkfabriken, oder nennen wir sie besser Glaubensgemeinschaften. Um einen genaueren Einblick zu erhalten, wechseln wir nun unsere detaillierte Darstellung. Ein Schema, das uns zeigt, dass es sich bei diesen Thinktanks um private Clubs handelt, in denen die mächtigsten Menschen der Welt, die Spitzen der größten Megakonzerne der Erde und die reichsten Leute aller Zeiten unter Ausschluss der Öffentlichkeit miteinander verbandelt sind. In diesen Schattenkirchen des Globalismus kommt es ohne jede demokratische Kontrolle und Legitimation zu gewichtigen Absprachen. Diese Absprachen bestimmen nachweislich die großen, angeblich demokratischen Marschrouten in der westlich dominierten Welt. Die mächtigsten Thinktanks der Welt agieren laut Krasmansky weit über einer einzelnen Regierung und lenken dabei selbst den jeweiligen US-Präsidenten. Sehen wir uns einmal an, wer in diesem Club sitzt, und merken uns ihre Namen. Alle diese Informationen sind offenkundig und zum Beispiel bei Wikipedia nachprüfbar. Stand 2015. Das Brookings Institute. Das Brookings Institute gilt als eine der mächtigsten Denkfabriken, englisch Thinktanks, der Welt. Merke, je öfter wir einzelnen Personen, Firmen und Organisationen in dieser Dokumentation noch begegnen werden, desto größer das gelbe Warndreieck unten rechts im dazugehörigen Bild. Die jeweilige Zahl im Warndreieck gibt an, wie häufig die betreffende Person, Institution oder Firma in unserem Schema vertreten ist. Bei Brookings engagierte Banken, Versicherungen und Finanziers. Für ein aufmerksameres Studium der jeweiligen Namen kann die Wiedergabe pausiert werden. Erdölkonzerne, Stiftungen, Rüstung und Industrie, Beispiele für andere Megakonzerne. Weiter zur International Crisis Group. Die ICG gilt als der hauptsächliche Ansprechpartner für westliche Regierungen und internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen, die EU und die Weltbank, wenn es um Kriegsfragen geht. Bemerkenswerte Vorstände. Man beachte wieder die gelben Warndreiecke. Bemerkenswerte Supporter. Wichtige Berater. Dann das Council on Foreign Relations. Eine Elitegruppe mit 4500 Mitgliedern. Gegründet 1921 in New York von den jüdischen Bankiers Paul Warburg, Otto Hermann Kahn und Freunden. Publiziert die Zeitschrift Foreign Affairs, welche von der Washington Post als Bibel des außenpolitischen Denkens bezeichnet wird. Big Money, vertreten im Council on Foreign Relations. Big Oil. Kommunikationsriesen. Pharmagiganten. Rüstungs- und Industriegroßkonzerne. Medienkonglomerate, Lobbyisten und PR-Giganten, Konsumindustrie. Eine kleine Auswahl prominenter Mitglieder: David Rockefeller, George Soros, Mitt Romney, John McCain, George Herbert Walker Bush, Bill Clinton, Hillary Clinton, Jimmy Carter, Al Gore, Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski, der erste Chef aller 17 US-amerikanischen Geheimdienste zusammen, John Negroponte, die Präsidentin der Fed, Janet Yellen, der Chef von Goldman Sachs, Lyotse Blankfein,
ABC News President Benjamin Sherwood, der Gründer und CEO von News Corp und Fox News Rupert Murdoch, der Präsident des Jüdischen Weltkongresses Ronald Lauder, der 11. Präsident der Weltbank Robert Zoellick, der Präsident von Time Warner Jeffrey Berkes, oberste US-Richter wie John Roberts, Ruth Bader Ginsburg, Stephen Breyer, höchste Generäle und Geheimdienstchefs der USA wie Stanley A. McChrystal, David Petraeus, John R. Allen, der Filmproduzent Lawrence Bender, die Filmstars Angelina Jolie und George Clooney. Auch US-Präsidentschaftskandidaten, die sich im Wahlkampf als Rivalen inszenieren, weisen oft beide Verbindungen zum CFR auf, wie etwa Barack Obama und Mitt Romney. Um zu verstehen, welche Machtfülle das CFR besitzt, muss man wissen, dass sowohl die Ideen als auch die Entwürfe für die Projekte UNO, NATO, Weltbank, IWF und Marshallplan direkt in den Hinterzimmern dieser Glaubensgemeinschaft entstanden, was man in jedem guten Lexikon auch nachprüfen kann. Egal wie neutral und global sich diese internationalen Organisationen also gerne darstellen mögen, sie sind in Wirklichkeit nichts anderes als Ausgeburten der Mächtigen von Kategorie 1. Fazit: Bei so viel Machtkonzentration in einem einzigen privaten Eliteclub muss es dem Souverän, das heißt dem Volk, schwindlig werden. Der Soziologieprofessor George William Domhoff von der University of California sagte, dass die Wichtigkeit dieser Vereinigung des CFR für das Verständnis der Grundmotive und der Grundlinien amerikanischer Weltpolitik kaum hoch genug veranschlagt werden kann. Weiter sagte er, dass die allermeisten Bürger nicht einmal eine Ahnung von der Existenz eines solchen Gremiums haben. Nun zum Chatham House. Das Chatham House ist die britische Partnersekte des amerikanischen CFR und zählt 75 Großkonzerne und 2770 Einzelpersonen als Mitglieder. Es steht unter der Schirmherrschaft von Queen Elizabeth II. Seine wichtigsten Schlüsselprojekte werden von der Rockefeller Stiftung, der Bill & Melinda Gates Foundation, der Konrad-Adenauer Stiftung, der NATO oder der EU finanziert und gesponsert. Die vom Chatham House publizierten Zeitschriften International Affairs und The World Today zählen zu den führenden Fachorganen der internationalen Politik. Big Money und Big Oil. Medien. Konsumindustrie. Stiftungen. Kommunikationsriesen. Übrige Industriezweige, Pharmagiganten. Das Chatham House glänzt nicht durch Transparenz. Die sogenannte Chatham House Rule, eine Verschwiegenheitsklausel, die auch auf den untergeordneten Bilderberger Konferenzen und beim vorhin genannten Council on Foreign Relations gilt, besagt, dass die Teilnehmer keine Namen und Identitäten zu internen Absprachen nennen dürfen. Zusammenfassend für Kategorie 1 wollen wir nochmal den emeritierten Professor für Soziologie an der Uni Münster, Hans-Jürgen Grismanski, zu Wort kommen lassen. Diese Policy Discussion Groups, Think Tanks, stellen die machtpolitischen Kerne des Einflusssystems der Geld- und Machteliten dar. Letztendlich sei auf diese Weise sichergestellt, dass nur Regelungen und Gesetze der ursprünglichen Auftraggeber realisiert werden. Mächtige Thinktanks bestimmen also die großen Leitlinien der westlichen Politik und ihre Filialen in Deutschland, wie zum Beispiel die Atlantikbrücke. Dort sind Leute wie Angela Merkel, Joachim Gauck, der ZDF-Moderator Klaus Weber und so weiter angedockt. Oder die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik setzen diese Vorgaben von oben dann willig und in vorauseilendem Gehorsam um. Doch gibt es eben Länder, die bei diesem Spiel nicht ganz so willig mitmachen, wie es Deutschland so vorbildlich tut. Diesen Ländern wird dann, wenn nötig, etwas blutige Nachhilfe in Sachen Demokratie gegeben. Dies wird dann aber von den angeblich wohltätigen NGOs der Kategorie 2, Finanzierung und Training, eingefädelt. Kategorie 2. Wir beginnen mit dem Beispiel der Open Society Foundations. Das ist ein ganzer Verband von NGOs unter dem Patronat von George Soros, Geburtsname gemäß Wikipedia Georg Schwarz. Seine NGOs organisierten und überwachten schon 2003 die georgische Rosenrevolution, die zur Machtübergabe an den US-Günstling Mikhail Saakashvili führte. Die Orangene Revolution 2004 in der Ukraine wurde ebenfalls durch Soros-Stiftungen finanziert. Schon 2011 warnte der russische TV-Sender RT davor, dass Soros einen bevorstehenden Putsch in der Ukraine finanziere und ein libysches Szenario vorbereitet habe, was 2014 mit dem Euromaidan auch eintraf.
Seine Stiftungen bereiten den Boden für kommende Unruhen in verschiedenen Ländern auf alle erdenklichen Arten und Weisen vor. Als Beispiel kam kürzlich ans Licht, dass die mazedonischen Studenten $1,500 für Umsturzvorschläge bezahlten. Soros finanziert auch das NED mit, womit wir gerade bei der nächsten Stiftung der Kategorie 2 Finanzierung und Training wären. Das National Endowment for Democracy, NED. Das NED fördert über 1000 Projekte mit sogenannten demokratischen Zielen in über 90 Ländern. Bei praktisch jedem Regierungsumsturz der jüngsten Zeit findet man seine Handschrift. Die Führungsriege des NED ist gespickt mit Mitgliedern des CFR und Vertretern der Megakonzerne, die auch in den anderen großen Thinktanks sitzen. Der NED-Gründer Alan Weinstein sagte es offen heraus. Eine Menge von dem, was wir heute tun, wurde vor 25 Jahren von der CIA verdeckt getan. Selbst die New York Times musste in einem Randartikel einräumen, dass das NED den arabischen Frühling maßgeblich orchestrierte. Movements.org. Das ist eine auf Jugendkrawalle spezialisierte Demokratisierungs-NGO, die zum Beispiel die ägyptische Jugendbewegung des 6. April von einer kleinen unwichtigen Facebook-Gruppe zu der führenden Bewegung der ägyptischen Revolution im Jahr 2011 aufbaute. Sie wird finanziert vom selben Konglomerat von Großkonzernen, das auch in den obersten Thinktanks vertreten ist. Zum Beispiel Google, Facebook, CBC News, MSNBC, Pepsi und so weiter. Überdies ist Movements.org auch direkt mit dem US-Außenministerium verbandelt. Weitere Beispiele für NGOs in der Kategorie 2 Finanzierung und Training: Ford Foundation, Oak Foundation, Secret Rising Trust, Rockefeller Foundation. Die NGOs der Kategorie 2 finanzieren und trainieren dann die lokale Straßenfront, also die Kategorie 5. Das sind kleine Hinterhof-Protestgruppen in Ländern mit unliebsamer Regierung, die je nach Bedarf zu medialen Helden der Freiheit und der Demokratie hochstilisiert werden. Beispiele dafür sind Gruppen wie, wir kommen zur Kategorie 5, Otpork Canvas in Serbien. Inszenierte den Sturz der serbischen Regierung im Jahr 2000. Canvas, die Nachfolgeorganisation von Otpor, unterstützt mit US-Finanzierung bis heute sogenannte Farbenrevolutionen in aller Welt. Open Ukraine. Das Beispiel in der Ukraine. Die einst unbedeutende ukrainische NGO des heutigen ukrainischen Ministerpräsidenten Arseniy Yatsenyuk war maßgeblich am Sturz der ukrainischen Regierung 2014 beteiligt. Sie wurde direkt vom NED und dem Chatham House finanziert, wie man auf deren Webseite öffentlich einsehen konnte. Die bereits genannte Jugendbewegung des 6. April als Beispiel für Ägypten gehörte zu den gefeierten Helden der Revolution in Ägypten 2011. Weitere Beispiele von lokalen Handlanger-NGOs sind Free Malaysia Today, Brachatai, Pussy Riot, Open Russia, Demokratische Alternative Da, Arab Commission for Human Rights, Bahrain Center for Human Rights, die junge Revolutionsführerin Enzarkadi als Beispiel für Jemen, die Nationale Front für die Rettung Libyens und so weiter. Fast jedes Land der Welt beherbergt solche lokalen Missionsstationen. Nebenbei bemerkt, Russland begann in den letzten Jahren, diese von Globalisten finanzierten Unterwanderungs-NGOs einer Bewilligungspflicht zu unterstellen. Die westlichen Medien versuchen dies nun als großen Beweis dafür zu verkaufen, dass Putins Russland immer totalitärer wird. Allerdings gilt in den USA und in Israel dieselbe Bewilligungspflicht für ausländisch finanzierte NGOs schon seit Jahrzehnten. Und da wären wir auch bereits bei der Rhetorikabteilung angekommen. Unterstützt wird die lokale Straßenfront nämlich bei ihrem Treiben jeweils tatkräftig von der Rhetorikabteilung, die sie wahlweise heilig spricht, ihr die nötigen Auszeichnungen verleiht oder die mediale Hysterie in die gewünschte Richtung lenkt. Zur Kategorie rhetorischer Support gehören NGOs wie Kategorie 3, Human Rights Watch, wird ebenfalls von George Soros finanziert. Über 100 Akademiker aus aller Welt kritisierten im Mai 2014 in einem offenen Brief die Verfilzung von Human Rights Watch mit der CIA und hohen US-Regierungskreisen und deren Hintermännern. Ärzte ohne Grenzen, MSF. Ein Beispiel, die vom MSF hochgespielte humanitäre Krise, welche die Begründung für die NATO-Bomben auf Belgrad im Kosovo-Konflikt war, konnte durch spätere Untersuchungen nie beglaubigt werden. Die USA haben sich inzwischen im Kosovo aber eine enorme Militärbasis aufgebaut. Ein weiteres Beispiel, Amnesty International. Hier die Verbindung von Amnesty zum Beispiel zum Chatham House.
Ein früheres Vorstandsmitglied von Amnesty USA, Professor Francis Boyle, warnt davor, dass Amnesty International und Amnesty USA imperialistische Werkzeuge seien. Beispielsweise veröffentlichte Amnesty International im Dezember 1990 die sogenannte Brutkastenlüge, die den ersten Irakkrieg legitimierte. Dann Reporter ohne Grenzen. Wird auch vom NED, Soros und so weiter finanziert. Die Auswahl der in Sachen Pressefreiheit angeprangerten Länder orientiert sich eigentlich stets 1:1 an der schwarzen Liste des US-Außenministeriums. Die USA selber und ihre Verbündeten müssen aber keine fundamentale Kritik befürchten. So zum Beispiel wurde die Tötung von 16 Mitarbeitern der jugoslawischen Fernsehstation RTS durch einen NATO-Luftangriff im April 1999 im Jahresbericht der Reporter ohne Grenzen nicht einmal erwähnt. Dann ein Beispiel für eine Organisation, die ihren eigenen Schöpfern die benötigten Auszeichnungen verleiht, die IWMF. Das ist die Internationale Frauenmedienstiftung, ein Club, der unter dem Vorwand, mutige Journalistinnen auszuzeichnen, Volksverhetzung in unliebsamen Ländern finanziert und fördert. Hier leisten wir uns abschließend noch einmal einen genaueren Blick auf die beteiligten Firmen und Organisationen, denn wir kennen sie bereits. Fazit: Die Frage, wie viel Regierung hinter einer NGO steckt, scheint angesichts dieser immer gleichen privaten Namen geradezu belanglos zu werden. Die Frage, wie viel private Macht hinter einer Regierung steckt, ist heute die eigentlich zentrale geworden. Wie wir nun aufgezeigt haben, existieren völlig private Glaubensgemeinschaften, in denen sich die reichsten und mächtigsten Leute der Welt tummeln, über das Schicksal ganzer Nationen, über Krieg und Frieden auf unserer Welt verfügen, als wäre das ein Spiel. Während sie selbst in keiner Weise demokratisch legitimiert sind, hinterlässt ihre Heilslehre der Demokratie ganze Länder in Schutt und Asche. Unsere Aufzählung beansprucht allerdings keinerlei Vollständigkeit und lebt davon, ergänzt zu werden. Helfen Sie uns dabei mit. Merken Sie sich auch die in dieser Sendung genannten Namen und Firmen. Sie werden dadurch einen ganz anderen Blick auf die tägliche Berichterstattung erhalten. Abschließend bleibt noch eine Frage offen. Welche Personen geben bei fragwürdigen Hinterzimmer-Thinktanks wie dem Brookings Institute, der International Crisis Group, dem Council on Foreign Relations oder dem Chatham House intern wirklich den Ton an? Denn jede Kirche hat ihr Oberhaupt und jede Sekte ihren Boss. Die Welt hat ein Recht darauf, ihre exakten Namen durch solide Quellen belegt zu erfahren. Insider- und Aussteigerberichte sind hierzu gefragt. Melden Sie sich bei uns.